Am nächsten Tag verließen wir Bohol und fuhren weiter zur benachbarten Insel Sikior. Sikior, die kleine Perle, umrandet von drei großen Inseln. Sie ist sehr beschaulich, da sie nur per Boot erreicht werden kann. Und berühmt ist sie für die tolle Natur, für den Unterwassernationalpark und für die Faith-Healerinnen, die sogenannten Hexen von Sikior. Welcome to Kokagyu, Sikior Island Tour. By the way, this is the map of our resort. And the resort has a land area of 7 hectares. And you are now here at the front desk in this area, sir. So we have 3 restaurants in the resort. We have Casa Coco restaurant, which is in front, Salamandas restaurant, and Coco Beach Bar. Thank you, have a nice day. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye. Herzlich willkommen hier im Coco Grove Resort in Sikior, einem der renommiertesten Häuser hier in Sikior und auch einer der ältesten schönen Hotelanlagen und einer der ersten hier. Und dieses Hotel besticht mit einem wirklich wunderschönen Garten und einem ganz langen, herrlichen, weißen, palmengesäumten Strand. Aber es gibt noch viel mehr Annehmlichkeiten hier. Vor allem besticht das Hotel durch seinen exzellenten und freundlichen Service und die schönen Zimmer, die es bereits ab 80 Euro gibt. Das ist schön, schön. Salamatate! Thank you so much! Dieser herrliche Hotelstrand lädt nicht nur zum Schwimmen ein, sondern auch zum Schnorcheln und zum Tauchen, denn er liegt am Marine Nationalpark und das Korallenriff liegt direkt vor der Tür. Thank you.
nach einem weiteren wunderschönen Tag hier auf Sikkior ist das Seil auch diesen zum Feiern. Und das tun wir auch hier in unserem Salamander-Restaurant hier im Hotel. Was gibt es Schöneres, wie mit den Füßen im Sand am Meer zu sitzen und die lokalen feinen Speisen zu essen. Hello, good morning. Welcome to Coco Grove. By the way, I am Hanilyn Mangensoy. Hello, good morning. What's your name? Tata. My name is Tata. Tata, nice to meet you. We are all day together. Very comfortable tuk-tuk we have for today. Und Tata fuhr uns mit seinem wunderbaren Tuk-Tuk für 13 Euro am Tag quer über die Insel. Als erstes machten wir bei dem Pitago Cliff Stopp. Die steile Küste entstand durch die ins Meer strömende Lava. Mutige trauen sich, die 40 Meter tief zu springen. Als nächstes besuchten wir die berühmten Campomayo Wasserfälle. Und schließlich ging es zum höchsten Punkt, den Bandila, an in Sikkior. Zuletzt brachte uns Tata ins Daxaan, einen fantastischen philippinischen Restaurant, das so fein war, dass wir unsere neuen Freunde Gregor und Lisa hierher entführten. Our Superman again. Hier oben am Berg in Sikkior sind sie alle versammelt, die Faith Healer, die Glaubensheilerinnen. Was machen die eigentlich? Und es ist so eine Mischung zwischen natürlich starken Katholizismus, also Religiosität, und genauso Spiritualität, also böse Geister ausrauchen, aber schon eben auch konkret mit Heilkräutern zu arbeiten. Amy, wie sie heißt, ist hier die berühmteste. Das ist die Präsidentin der Healer-Gemeinschaft hier in Sikkior. Und die haben jetzt eben einen Besuch aufgewartet und es war spannend. Thank you.
Raina. Mein Leiden fühlt sich gerade tatsächlich besser an. Mal schauen, wie lange es anhält, aber es hat gewirkt. Wir sind hier am Valette Tree, am ältesten Baum hier in Sikkior, der schon stolze 500 Jahre alt ist. Und dieser Valette Tree ist wirklich eine sehr starke Natur, also ich würde sagen fast eine bayerische Natur, hat das alles ausgehalten und hat jetzt einen stolzen Durchmesser von knapp 20 Metern und in der Höhe schätzt man ihn auf 70 Meter. Am Fuße des Valette Trees gibt es auch einen Fischspa. Anschließend gingen wir ins La Canapé, einem Café mit einer fantastischen Aussicht. Dort werden übrigens gerade Bungalows gebaut zum Übernachten. An unserem letzten Abend taten die Hotelmitarbeiter wirklich alles dafür, dass uns der Abschied schwer fällt. Mit ihren rührenden Darbietungen bei der Farewell-Show extra für uns Gäste.